Die Grande Dame der Unterhaltungsmusik, die Ikone der DDR-Unterhaltung, die große Dagmar Frederick ist mit von der Partie. Als Lady Augusta Blackwell will sie ihre Tochter Gwendoline reich verheiraten. Sie wird nicht nur singen. Sondern auch Schauspielern und ist happy, in dem Stück eine tragende Rolle spielen zu können. Doch das Gruseln, das genügt nicht. Denn beim Publikum, da zieht nicht nur das Grauen allein. Es muss auch Sentiment hinein. Als ich die Anforderung bekam, war ich total happy, weil ich habe ja gerade die Dolly gespielt, ich habe die Rösselwirtin gespielt, ich habe 3,5 Jahre im Magdeburg-Theater gespielt und es ist sozusagen eine Fortsetzung, aber es ist eben wieder eine ganz andere Herausforderung. Also die immer, oh, so bin ich ja eigentlich privat nicht, ich muss mich richtig da hineinversetzen und mein Kind würde mich hauen, wenn ich so gewesen wäre, wie ich hier zu meiner Tochter in dem Stück bin, aber es ist wunderbar. Worum geht es in dem Stück? Jack, gespielt von dem fantastischen Musicalstar Alexander Kerbst und sein Freund Algernon, planen immer gewisse geheime Ausflüge. Als Alibi für diese Ausflüge muss ein gewisser Burnbury herhalten. Dieser Burnbury entpuppt sich als ein wahrer Freund. In jeder noch so brenzligen Situation steht er den beiden Freunden diskret zur Seite. Für den jungen Algernon ist Burnbury geradezu überlebenswichtig. Immer wenn es nötig ist, lässt er sich kurzerhand von dem armen und kranken Freund rufen. Alexander Kerbs, der den Jack in diesem Musical spielt, will unbedingt reich heiraten. Alexander Kerbst ist ein bekannter Musicalstar. Als Falco begeisterte er auf der Musicalbühne. In diese Rolle hat er sich verliebt und weiß genau, wie Burnbury tickt. Wir haben uns übrigens geeinigt, dass wir sagen Burnbury. Burnbury. Es gibt ganz verschiedene Aussprachen. Der eine sagt Bunbury, der liest es einfach nur. Der andere sagt Burnbury. Und wir haben uns jetzt geeinigt auf Burnbury. Burnbury, also very British. Ja, British. Ein wenig neidisch schaut er noch auf den Kollegen Robin Pöll, wie dieser tanzt. Auch beim Theaterfrühstück steppte der wie ein Meister. Das ist eine tolle Nummer und da muss ich die Steppschuhe wieder anziehen. Also ich habe ja früher auch schon mal bei Me and My Girl in Berlin gesteppt im Metropoltheater und das ist schon lange her und jetzt muss ich das wieder etwas aktivieren und da hilft mir und mein Robin, der hilft mir da sehr, mein Partner, weil der steppt wunderbar. Aber Kerbs braucht sich selbst wahrlich nicht zu verstecken. Im Alter von 10 Jahren hat er mit dem Singen begonnen und im Thomanerchor in Leipzig wurde er ausgebildet. Der Regisseur Frank-Walter Wiedmeier ist total stolz, dass es ihm gelungen ist, solche hochkarätigen Profis für diese Eigenproduktion zu engagieren. Das war mir ganz wichtig, hier mit der ersten Klasse Künstlern arbeiten zu können, um auch zu zeigen, was möglich ist. Und ich bin natürlich heilfroh, dass hier so Hochkaräter in Brandenburg an der Havel sofort dann interessiert waren und letztendlich die Verhandlungen erfolgreich waren. Und Dagmar Frederick fühlt sich in dem Ensemble pudelwohl, eine Rolle maßgeschneidert für sie. Ich finde, die Story ist so schön und bin ganz stolz, weil wir haben so tolle Solisten, also ich habe so tolle Kollegen, die mir schon bei den Proben jetzt so viel Spaß machen. Die Tenöre, der Bofo, die kleine Cecily, meine Tochter Gwendoline, ist einfach alles toll. Und wie erstaunlich, dass wir in kürzester Zeit einen großen Chor haben. Wir haben ja ein Ballett, ein Laienballett sozusagen. Und mit meinem Algernon, der ja auch Choreografie macht, also was die in kürzester Zeit lernen, ist einfach toll. Weil wir haben viel zu wenig Zeit zum Proben. Also meine Dolly haben 6, 7 Wochen probiert und wir haben eigentlich mit allen zusammen nur 14 Tage, höchstens 3 Wochen und das eigentlich zu wenig. Aber wir werden sehen, irgendwie geht es dann immer.
Ja, toi, 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 wird schon klappen bei so viel Profis und Wiedmeier, der das Stück in Berlin der 20er Jahre ansiedelt. Die Operette wurde einst von Gerd Natschinski geschrieben, hat sich fürs Bühnenbild auch einiges einfallen lassen. Das Bühnenbild lebt von Elementen, die immer wiederkehren. Es ist eine offene Bühne. Es zeigt einfach sozusagen eine Welt, in der ein Tisch, ein Stuhl, eine Treppe, unter der Treppe ganz viele Welten, Bühnenwelten ergeben können. Wesentlich ist in einer relativ hellen Optik, dass die Personen stark wirken und wir die Geschichte sehr prägnant erzählen können anhand von wirklich großartigen Kostümen auch, die auf der Bühne zu sehen sein werden. Am 4. Oktober ist um 19.30 Uhr Premiere im Großen Haus und die Zuschauer werden diesen Ohrwurm nach der Aufführung sicher nicht so schnell loswerden. Und es stellt sich die Frage, ist Burnbury eine pure Erfindung oder nicht?